Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr bei WhatsApp den Klingelton ändern könnt, beziehungsweise einen anderen oder eigenen Klingelton einstellen könnt. Um das nun einzustellen, müsst ihr bei WhatsApp in dieses Menü hier rein, über die drei Punkte, geht in die Einstellung rein und dann auf Benachrichtigung. Beim iPhone heißt der Punkt Mitteilung, sonst ist der Weg gleich. Ja, und hier habt ihr jetzt auch schon den Punkt Einzelchats Benachrichtigungston. Und hier kann man jetzt eben die Benachrichtigungstöne einmal einstellen. Hier ist der Standardklingelton eingestellt, aber ich habe auch weitere Töne oder kann auch ohne Ton einstellen. Ja, hier die Liste auswählen oder ganz nach unten fahren und einen individuellen Klingelton hinzufügen. Den müsste ich dann allerdings auf meinem Gerät schon gespeichert haben in Form von einer Sounddatei. Und dann könnte ich den auswählen und eben in diese Liste hier reinziehen und dann eben auswählen. Ja, ich habe jetzt eben die Möglichkeit, hier mich für einen Klingelton zu entscheiden, zu bestätigen und schon ist der Klingelton geändert. Entschuldigung. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.